Hallo, ich komme hier zur nächsten Option. Die Option möchte ich hier auf diesen Wandhandlauf ausführen. Das heißt, nehme mir hier einen Wandhandlauf her, isoliere mir diesen, dass ich leichter arbeiten kann damit und sage hier einfach mal die Voransicht. So, wechsle hier auch hier in die Seitenansicht. Und ich möchte zum Beispiel, dass dieser Mittelpunkt von diesen unteren Zentrumspunkt, keine Ahnung, 250 mm versetzt ist. Damit, das Problem ist hier nämlich bei den Rohren, dass hier keine Fangpunkte sind. Und deswegen gibt es hier diese Option 2D, also Teil verschieben über 2D-Punkte. Das heißt, hier wird die gesamte Bildschirmebene dann in 2D umgerechnet. Dafür muss ich aber entweder ins Glasmodell, ins Hiddenline oder Hiddenline gestrichelt wechseln. Und dann kann ich diesen Befehl erst auswählen oder auswerten, weil ansonsten werden die Punkte nicht gefunden. Das heißt, ich sage hier einfach mal, dass dieser Mittelpunkt auf diesen Endpunkt verschoben werden soll. Man sieht hier, er zieht mir hier den Pfeil her und sagt mir, dass es 352,897 mm sind. Wenn ich jetzt ein bestimmtes Maß, also wenn ich jetzt OK drücken würde, würde hier genau bündig oder auf diesen Punkt herkommen. Ich schreibe hier einfach mal hinten minus 250, das heißt, er geht mir vorher bis hierher und dann 250 mm zurück, das heißt, das Ergebnis ist 250 mm. Mit OK bestätigt das und dann habe ich genau dieses Ergebnis. Dieses Achsmaß haben, das heißt, ich wähle hier diesen Zentrumspunkt und diesen Zentrumspunkt. Er sagt mir jetzt 1310 und ich möchte hier, sage jetzt mal, 500 haben, dass man es besser sieht. Okay, 500 und jetzt habe ich hier von diesen zu diesen 500 mm Abstand.